レ出版社がタブレットのための新しいアプリを開発しました。その名もヘンレライブラリーです。今までとは違う新しい楽譜の使い方がこのアプリによって可能となります。巨匠たちの異なる指使いから選ぶことができます。あなただけのオリジナルの注釈を書き込んだり、指使いやボーイングを独自に変えることができます。すべての注釈、解説、ペダル記号が直接楽譜に反映されます。ヘンレライブラリーは特別な場所で作られました。このアプリについて詳しい方々を訪れてみましょう。まず最初にヘンレ出版社の社長、ドクター・ザイフェルトさんです。Warum haben Sie eine Noten-App entwickelt? Der Hende Verlag ist weltweit berühmt für seine einzigartigen gedruckten Notenausgaben. Und wir sind der Meinung, jetzt ist es Zeit, auch für digitale Noten etwas Einzigartiges zu entwickeln und herauszubringen. Herausgekommen ist dabei die Hende Library App.die zusätzlich zu den wunderschönen und korrekten Noten ganz viele nützliche Eigenschaften hat, die der Druck nicht bieten kann. Und was ist das Besondere an der App? Nun, das Besondere an der App sind die digitalen Extras. Wir bieten Features an, die über die gewöhnlichen Eigenschaften eines PDF-Readers weit hinausgehen. So können Sie zum Beispiel in der Kammermusik ganz bequem springen zwischen Partitur und Stimme, was natürlich sehr effizient ist für das Üben und Proben. Oder beim Wiederholungszeichen nehmen Sie zwei Finger, tappen auf den Screen und die App blättert für Sie automatisch zurück. Ich unterrichte auch viel. Kann die App mich dabei unterstützen? Aber natürlich.Alle Ihre individuellen Einrichtungen können Sie ganz bequem als E-Mail-Anhang an Ihre Schüler oder an Ihre Freunde schicken. Das spart natürlich enorm Zeit. Und wie kann ich die App zum Üben nutzen? Dieser Aspekt ist uns ganz besonders wichtig. Die App hat zum Beispiel ein Metronom. Oder sie hat eine Aufnahmefunktion. Sie nehmen sich auf und spielen das wieder ab, langsamer oder schneller, immer auf gleicher Tonhöhe oder immer den gleichen Ausschnitt.Also Sie merken schon, die Hähnle Library App ist kein Spielzeug, sondern eine einzigartige Entwicklung zum Nutzen aller Musiker. このようにこのアプリは幅の広い使い方ができます。なんと素晴らしいことでしょう。そしてこれは世界中どこでも可能です。たった1回のクリックで私たちはすべてのヘンレライブラリーを意のままにできるのです。